Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed. So, in der heutigen Folge werden wir mal weitermachen mit der Minotaurus Quest. Und wir müssen dazu noch mit dem letzten sprechen, der drei Männer. Und zwar wäre das der Schwertfisch. Und da schauen wir doch mal, ob wir den jetzt finden. Ich habe ihn auf der Karte schon markiert. Und ja, dann schauen wir mal, ob uns der noch was erzählen kann, damit der kleine Ados das Grab des Minotaurus aufmachen kann. Da schauen wir doch jetzt mal, ob wir das heute hinbekommen in der Folge. So, markiert ist er schon. Und der soll da hinten sein. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal. Geh den Verberg des Schwertfisches nach. Diese Fischer sollten etwas über den Schwertfisch wissen. Ich suche den Schwertfisch. Weißt du etwas? Verpiss dich, Malakka. Okay. Danke für die Auskunft. So, jetzt müssen wir noch ein. Da ist noch was. Gehen wir mit dem nochmal. Ich suche den Schwertfisch. Ich weiß von nichts. Können wir mit ihm reden? Fischer, ich suche nach dem Schwertfisch. Bist du verrückt? Man findet den Schwertfisch nicht. Er findet dich. Geh, bevor man mir die Nase abschneidet. Ich hörte, du suchst einen gewissen Fisch. Ja, einen Schwertfisch. Ich hoffe, du weißt, worauf du dich einlässt. Er ist erbarmungslos. Schneidet den Männern die Nasen ab. Wo ist er? Den hat lange keiner mehr gesehen. Aber es gibt Gerüchte, er kontrolliere Herakleon von einem Untergrundversteck aus. Das ist absurd. Es ist alles, was ich weiß. Ich werde es mir merken. Okay. Sprich kein weiteres Wort, Malakka. Ich habe Befehle. Wer über den Schwertfisch spricht, muss sterben. Okay, dann schauen wir doch mal. Er agiert in einem unterirdischen Versteck in Messara aus. Leuchtfeuer da. Fische-Leuchtfeuer, der Engel. Ah, okay. Da weiß ich schon, wo das ist. Da war ich nämlich schon mal. Schauen wir mal dorthin. Wir können hier ein Boot snacken. Da sind wir schon mal in einer der letzten Folgen mal runtergetaucht. Da wo die ganzen Haie waren. Das ist genau unter dem Steg dort. Das ist es. Bei den Göttern, was geht hier vor? Schwertfisch. Hier war ich schon mal. Können wir jetzt die Tür öffnen? Okay.
Ich wusste, du kommst. Die Muse ist schon tot. Hund, Hund des Kosmos. Willst du mich beißen? Ich habe nichts zu tun mit dem Kult. Das soll ich glauben? Absurd. Deimos ist erledigt. Darum habe ich mich persönlich gekümmert. Aber sicher doch. Ich bin hier wegen... Ich gehe nicht zurück. Nie gehe ich zurück. Was ich dem Kult ausschulde. Ich steige aus. Du willst das Artefakt? Geh und hol es dir. Einmal Kultist, immer Kultist. Was willst du dann von mir, Deimos? Antworten. Und du wirst sie mir geben. Wie bist du in das Labyrinth gelangt? Nikios hatte den Schlüssel. Er steckte ihn in die Stele. Du kannst nicht dort hinein. Er bringt dich um. Dann flieht er und tötet uns alle. Du unterschätzt mich. Das hat Nikios auch gesagt. Ich erfülle mich an die Haie! Alter! Sollen wir verarschen? Mit dem Schwert kann er doch nicht umgehen. Ein Kulti? Man findet überall Drachmen, wenn man nur richtig hinsieht. Es bedarf nur etwas Überzeugungskraft. So, okay. Schau doch mal, haben wir vielleicht noch einen Hinweis bekommen? Hier, glaube ich, der ist neu, oder? Götter der Ägäis. Wo ist denn der? Verfolgen, kann ich schon verfolgen. Der kommt mir bekannt vor. Ein gebrochener Mann, verfolgt vom Minotauros bis zum Schluss. Okay, dann schauen wir doch mal gleich. Schöne Armschienen bekommen. 43er. Suche nach Antworten. Kehre zu Ados zurück. Okay, der ist dann hinten am Palast von Knossos. Aber jetzt wollte ich erstmal schauen, wo ist denn dieser blöde Kultist? Ist der weiter weg? Die dürfen eigentlich gar nicht so weit weg sein. Hier ist er. Auf dem Wasser, okay. Okay, den können wir uns später holen. Wir reisen mal zum Palast. Dann schauen wir mal, ob wir gegen den Minotaurus kämpfen können.
Okay, der scheint oben zu sein. Hell ist. Du, ich schwöre, ich habe sicher nichts gestohlen. Der alte Aufpasser sagte du. Was? Er hat mit dir geredet? Hat er dir etwas über meinen Pater erzählt? Nein, hat er nicht, aber... Und was ist mit dem Sammler? Er sagte, du seist wie dein Pater. Wirklich? Das ist schön zu wissen. Hör mal, der alte Verwalter sagte, du... Warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Du hast ihn gefunden, oder? Er sagte, der Schlüssel muss in die Stele. Oh... Ich weiß, wo die Stele ist. Aber warte. Von was für einem Schlüssel sprichst du? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, habe ich nicht. Moment. Was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Labyrinth. Eine Scheibe. Oh. Du meinst das alte Ding hier? Ich habe mich schon immer gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man eine Scheibe platzieren müsste. Eine Stele. Oh, und was machen wir jetzt? Jetzt platzieren wir das. Wenn wir die Scheibe in die Stele stecken, sollte sich der Eingang zum Labyrinth öffnen. Und dann kommt der Minotaurus. Und du wirst auch meinen Pater retten, oder? Der ist vermutlich tot. Ardos, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass dein Vater noch... Er lebt, ich weiß es. Wir müssen nur schnell sein. Sieht aus wie ein Teil von Theseus' Rüstung. Warte mal, können wir speichern? Bevor wir hier auf Minotaurus-Jagd gehen, will ich abspeichern. Dass wir hier noch verrecken. Uiuiui, ich bin gespannt. Bin schon aufgeregt, Leute. Noch irgendwas? Nee. Okay, Leute. Ab ins Labyrinth. Minoisch. Was ist das? Unglaublich. Er ist echt.
Ach du Scheiße. Bei den Göttern! Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Mal sehen, wohin er führt. Wir also ein bisschen untersuchen hier. Klappert schon wieder alles. So, unten drunter oder wie? Da scheint es auch rüber zu gehen, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu weit weg. Das war eine Kreatur des Zorns. Man kann hier also nicht irgendwo hochspringen. Super. Hier war ich schon mal. Das weiß ich schon, ich will trotzdem nur alles durchsuchen. Kann ich da hochspringen? Andere Sachen scheint sie aber nicht zu geben. Okay, Boss-Time in Assassin's Creed, Leute. Boah, ich hab Angst, Leute.
da. Das verdammte Minotaurus. Und auf geht's. Okay, zweite Phase. Ich sollte mehr für das Erlegen mythischer Kreaturen verlangen. Auf mich. Geiler Kampf, muss ich sagen, aber ich finde, das war jetzt gar nicht so schwer. Geile Sache. Da war er down. So schlimm war er eigentlich gar nicht. Ich glaube, war das vielleicht ein Artefakt, was uns der Pythagoras gesagt hat, was wir brauchen? Vielleicht gehört das auch dazu. Der Minotauros ist tot. Danke für deine Hilfe, Ardos. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und... ich fand keine Spur von ihm. Was? Dann hast du nicht richtig gesucht. Vielleicht ist er entkommen. Deshalb konntest du ihn nicht finden. Ardos. Er kommt nicht zurück. Du hast doch gesucht, oder? Wenn du ihn nicht finden kannst, muss er rausgekommen sein. Durch ein Loch in der Mauer. Oder vielleicht ist er herausgeklettert. So wie du rein. Genau. Nein. Dein Vater hat dich geliebt. Wäre er rausgekommen, hätte er dich gesucht. Ich habe Angst, ihn zu vergessen.
Ich will ihn aber nicht vergessen. Tut mir leid. Ich kann nichts mehr für dich tun. Armer Junge. Aber immerhin hast du es versucht. Ich bin dir sehr dankbar. Wir sollten von hier verschwinden. Was wirst du jetzt tun? Ich weiß es nicht, Söldnerin. Ohne Vater. Ich weiß nicht. Vielleicht findet ihr es gemeinsam heraus. Ardas. Denk daran, du bist nicht allein. Es wird sich immer jemand um dich sorgen. Halt dich aus Ärger raus, Junge. Du weißt, dass ich das nicht versprechen kann. Ich werde schon dafür sorgen, Söldnerin. Hab Dank. Gehen wir nach Hause. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf deinen Vater. Nach Hause? Ja. Was haben wir denn da schon das bekommen? Ich glaube, wir haben die hier austauschen. Die ist gut. So, und dann haben wir noch was Schiff bekommen. Ich schätze, so ein Skin oder sowas. Ich werde mal schauen. In den Tiefen des Palasts von Genos herab und Fragmente auszuschlagen. Ja, warte schon. Habe ich doch jetzt erledigt, oder nicht? Unser Zuhause. Gehen wir. Wir waren wieder zu schnell im Drücken. Sei, dass ich die Scheibe stahl. Ist schon gut. Und deine Hetze. Welches Amulett? Und deine Ringsammlung. Du hast sie also. Und die Aufzeichnungen. Die waren noch nicht fertig. Bei den Göttern. Okay, schauen wir nochmal. Ah, okay. Dann die Artefakte, also, okay. Dann haben wir schon eins. Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal gegen drei so eine komische Viecher kämpfen. Okay, alles klar. Dann würde ich aber sagen, wir schauen mal auf die Karte. Wir haben jetzt hier eigentlich soweit alles abgeschlossen. Also diese blöde Eroberungsschlacht, die können wir ja immer wieder machen. Aber sonst müssten wir eigentlich alles durchhaben. Das heißt, wir werden jetzt mal hier gehen, nach Pevki. Aber hier sind ein Haufen Fragezeichen. Ich denke mir, dass hier irgendwo auch die Arena sein wird. Oder vielleicht auch hier hinten bei dem Fragezeichen. Da müssen wir dann mal schauen. Aber ich würde sagen, wir kämpfen uns jetzt hier komplett mal durch. Genau. Zu stehlen, Ardas. 1000 Meter. Wir haben leider keinen Portpunkt. Das heißt, wir müssen das alles jetzt hier zu Fuß oder mit dem Pferd ablaufen. Okay, unser Hütte Hü, würde ich sagen. Hütte Hü. Unser Einhorn. Ich denke mal, ein paar Folgen wird es brauchen, bis wir in der Arena sind. Wir schauen, dass wir hier so ein bisschen ziemlich alles machen in dem Gebiet. Los! Okay, das scheint wieder eine Festung zu sein. Liebe Festungen. Aber wir kommen noch ein bisschen rum. Festung, sage ich doch.
runter hier. Kampfmusik. Ah, ein mächtiges Prachtexemplar nähert sich. Sehnst du dich nach Ehre, nach Ruhm, nach dem sicheren Tod? Zwei von den dreien interessieren mich. Dann suchst du den Kampf mit dem Minotauros. Der wird gerade umgelegt. Der Minotauros wurde bereits erlegt. Von mir. Du hast den Minotauros erlegt? Tut mir leid, aber du irrst dich. Da muss dich ein zweitklassiger Schauspieler mit Kostüm im Dämmerlicht reingelegt haben. Der echte, originale Minotauros lebt hier bei uns. Und wehe, du zweifelst daran. Erlegtest du den Minotauros, kämst du Theseus gleich. Und du würdest den großen Preis von Pefki einheimsen. Euer Minotauros muss sterben. Klingt, als hätten wir eine weitere Teilnehmerin. Immer her damit, immer her. Es folgen die Prüfungen des Minotauros. Die Vorprüfung. Oh, die Vorprüfung. Ich mache deine Prüfungen. Vorprüfungen? Ich mache deine Vorprüfungen. Aber dann gehört der Minotauros mir. Wunderbar! Und vergiss nicht, die Abzeichen deines Erfolges vom Prüfungsleiter abzuholen. Ach, noch eine Heldin, die uns vor den langen Schlangen und den überteuerten Minotaurus-Andenken in Pefki retten will. Ah, darf ich dir meine Frau Kore vorstellen? Eine seltene Schönheit und so vorlaut gegenüber meinen Freunden. Bitte, Leandros, es gibt Wichtigeres als Ruhm und Reichtum. Nicht jeder, der ein Schwert hat, sehnt sich nach Ruhm. Familie ist wichtiger. Richtig. Das versuche ich diesem feigen Wurm in der Gestalt meines Mannes auch klar zu machen. Hey! Es geht um unsere Tochter. Eure Tochter? Amara. Sie ist weggelaufen. Es geht ihr ganz bestimmt gut. Sorge dich nicht um Amara. Es gilt, einen Minotauros zu erschlagen. Großer Kampf. Jede Menge Blut. Denk an den Ruhm. Denk an den großen Preis von Pefki. Bitte glaube mir, Heldin, nichts ist, wie es scheint in Pefki. Vielleicht hilft das Lösen eines Problems, alle anderen zu lösen. Geh, meine legendäre Freundin, die Vorprüfungen des Minotauros warten. Wer von euch ist stark? Dann beweist euch! Kommt und messt euch mit ihm, dem Blut von dem Hufenkopf. Mit ihm, dem Eingeweide von den Hörnern hängen. Okay. Drei Prüfungen, werden die drei sein. Machen wir gleich die hier. Jetzt verkaufen wir schnell was. Hier, hier. Ab dann. Schere, schwächliche Herausforderin. Du willst deine mickrige Gestalt in meiner Vorprüfung der Stärke zerschmettern lassen, ja? Meine mickrige Gestalt ist vielleicht schwerer zu zerschmettern, als du denkst. Hahaha, wie tapfer. So zu tun, als hättest du eine Chance gegen einen so starken und hübschen Krieger wie mich. Wir können um das Abzeichen kämpfen, ja.
Aber vielleicht möchtest du unzerschmettert bleiben und mein Abzeichen kaufen, ja? Hallo? Nein, wir kämpfen. Bist du sicher, dass du nicht lieber deine glänzenden Drachmen ausgeben? Wir kämpfen. Dann lass das Zerschmettern beginnen. Du hast das Abzeichen kaufen sollen. Der Preis war gut. Jetzt zahlst du einen neuen Preis. Dein Leben. Mit deinen Knochen pick ich mir den Rest von dir aus den Zähnen. Oh. Was? Was fühle ich denn da? Was ist das? Die Schande der Niederlage. So fühlt sich das an? Gewinnen ist besser, ja. Das Abzeichen der Stärke gehört dir. Einen wundervollen Tag noch und schlag mich bitte nicht nochmal. Nein. Ich brauche alle Prüfungen. Dankeschön. So, hören wir uns gleich das nächste. Weichen. Lächerlich. Ich warne dich, du solltest besser bezahlen, um diese Prüfung zu bestehen. Die Vorprüfung der Ausdauer fordert mehr Todesopfer als all die anderen Prüfungen zusammen. Waren die anderen vor dem Sprung betrunken? Ehrlich gesagt, ja. Sehr unprofessionell von ihnen. Solltest du den Heldensprung überleben? Musst du das Prüfungsabzeichen aus einer Truhe in den finsteren Tiefen des Gewässers unter uns holen? Kein Problem. Dein Abzeichen gehört mir. Nein, bitte. Ich warne dich, bezahle für mein Abzeichen. Die Gefahren, denen du dich sonst unter Wasser stellen müsstest, sind einfach zu groß. Du kriegst keine Drachme von mir. Ich mache die Prüfung. Wenn du unbedingt einen qualvollen Tod unter Wasser erleiden willst... Wer bin ich, dass ich dich aufhalte? Denk dran, du findest das Abzeichen in einer Truhe am Grund des Sees. Für den extrem unwahrscheinlichen Fall, dass du überleben solltest, werde ich am Ufer auf dich warten. Geh schon mal runter. Was genau hat Schwimmen damit zu tun, meine Fähigkeiten für den Kampf gegen den Minotauros zu prüfen? Nun, die Wege des Minotauros sind unergründlich. Klingt nach viel Ärger für ein Abzeichen. Geh schon mal runter. Oh, da sind ein paar Haie. Warte mal, kann ich die wegballern von hier? Dann muss ich mich wohl nass machen. Alter. Der ist auch schon down. Den da. Habe ich gesucht.
Wo ist denn die Bitch? Sieht, dass er hier am Rand wartet, oder? Okay. Ist das schon erledigt anscheinend. Gut, dann holen wir uns die letzte. Mal schauen, ich habe manche Pfeile verschossen jetzt. Würde ich sagen. Es ist Stunden her. Wo sind Sie? Warum musste ich ausgerechnet Jungs trinken? Jungs, kommt nach Hause! Miko! Was haben Sie jetzt schon wieder ausgefressen? Ihre Mutter wird mich dem verdammten Minotaurus vorwerfen. Das muss die Vorprüfung der Präzision sein. Hm? Oh, ja. Das ist die Vorprüfung der... Wo genau sind meine verfluchten Söhne? Deine Söhne? Das klingt nicht nach einer Prüfung. Hast du schon mal Söhne erzogen? Das ist die schwerste Prüfung von allen. Nur wenn du die weltberühmte, äußerst legitime Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne abschließt, kannst du fortfahren und schließlich auf den Minotaurus treffen. Also, wenn ich deine Söhne finde und sicher zurückbringe, kriege ich dein Prüfungsabzeichen? Du bekommst mein Abzeichen und meine ewige Dankbarkeit. In was für ein Schlamassel deine Söhne auch gestolpert sind. Ich finde sie und hole sie daraus. Meist verstecken sie sich in den Feldern hinter mir. Ich rate dir, bereite dich geistig und moralisch darauf vor. Denn das ist deine bisher schwerste Prüfung, tapfere Kriegerin. Keine Angst, ich bringe deine Söhne sicher nach Hause. Du musst sie alle drei finden. Und beeile dich. Meine Frau wird nicht lange glauben, dass die Burschen am Tempel sind, um zu beten. Da ist er. Gefunden. Da ist er. Geh heim zu deinem Vater und tu, was er sagt. Sonst sage ich dem Minotauros, wo du wohnst. Aber... Ich hasse dich, Söldnerin! So lächerlich. Du bist sicher. Geh heim. Und höre auf deinen Vater, wenn er dich ruft. Ja, Söldnerin. Tut mir leid. Ich muss die anderen Söhne des Prüfungsmeisters finden. Autsch, mein Arm! Ich sitze nicht fest. Du kannst jetzt gehen. Ich bin gar nicht hier. Wieder reingekommen. Was du kaputt gemacht hast, war ziemlich teuer. Mir wurscht. Deswegen würde ich meinen Vater wahrscheinlich umbringen. Genau so. Los auf.
Bestimmt. Geh heim, jetzt. Oh, das war der letzte Racker. Komplett lächerlich. Komplett lächerlich. Meine Söhne, du hast sie zurückgebracht. Du hattest recht. Es sind kleine Scheißer. Unglaublich, dass sie auf dich gehört haben. Betrachte die Vorprüfung der Wo genau sind meine Söhne als abgeschlossen. Von all meinen Siegen wird man sich an diesen am längsten erinnern. Ich habe alle Abzeichen. Und warte mal, ich treffe schauen. Jetzt besser Leandros am Kriegergrab. So, okay, wir müssen die Abzeichen zu Leandros bringen. Das muss der Mann sein, der in dem Brief über die Arena Kämpfe erwähnt wurde. Mäon. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle. Und schauen dann in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Dann werde ich jetzt die Quest abgeben und dann hier mit dem Typen reden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr mir ein Like, Kommentar oder Abo da lasst, wenn es euch denn gefallen hat. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.